Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Ja, sehr gut. Es freut mich sehr, dass ihr da seid und jetzt kann ich auch die Maske abnehmen. Heute wollen wir sprechen über große, kleine und sehr kleine Tiere im Wasser. Und der Herr Kollege, der Professor Peschel, hat ja schon gesagt, ich arbeite in der Chemie und ich beschäftige mich mit meinen Leuten, mit den Leuten, die mit mir arbeiten, mit Dingen, die wir künstlich herstellen und die zum Beispiel in Wasser herumschwimmen. Aber heute will ich mit euch keine künstlichen Sachen angucken, sondern natürliche Dinge, also Tiere, die im Meer oder in Flüssen oder in Seen im Wasser schwimmen. Und wie ich schon gesagt habe, schauen wir uns in unserer Arbeit künstlich hergestellte Teilchen an. Die sind aber sehr, sehr klein. Deswegen reden wir am Ende über ganz kleine Dinge, ganz kleine Tiere. Wir fangen aber mit ganz großen Tieren an. Fällt denn jemanden von euch, und nur die Kinder dürfen antworten, ein sehr großes Tier ein, das im Wasser schwimmt? Ja, vielleicht hier? Wow, sehr gut. Wem fällt noch ein anderes Tier ein? Vielleicht da hinten? Das Mädchen? Ein Delfin, auch ziemlich groß, genau. Sehr gut. Den Blau, ja, da hat noch jemand eine Idee, sag mal. Ein was? Ja, auch ein ziemlich großes Tier. Aber von all denen, die jetzt genannt wurden, was ist das Größte? Was glaubt ihr? Da links, was glaubst du? Jawohl, genau. Und ich habe sogar ein Foto von einem Blauwal, da ist er. Also ein ganz großes Tier. Man glaubt heute sogar, dass es das größte Tier ist, das jemals gelebt hat. Also ziemlich groß. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie groß ist denn das in Wirklichkeit? Jetzt habe ich hier heute ein Bild und wir sind hier in einem großen Hörsaal. Ne? Da kann man eine ganz große Projektion machen. Glaubt ihr, dass das hier so groß ist wie der echte Wal? Nee, alle schütteln den Kopf, genau. Ist der große Wal, der echte Wal größer oder kleiner? Ist größer, ne? Genau, ihr habt völlig recht, ein echter Wal ist größer. Das wäre aber sehr unpraktisch, euch das Originalbild sozusagen zu zeigen. Das wäre also die Originalgröße. Das ist nicht so toll, da kann man nämlich gar nicht drüber reden, über den Wal, weil man nicht so viel davon sieht. Und deswegen macht man es anders, ne? Machen die ganzen Wissenschaftler auch anders. Die sagen halt, naja, wir nehmen halt so viel Platz, wie wir haben und wir drucken zum Beispiel den Wal so groß ab und dann machen wir zum Vergleich was hin. Was ist das? Wer erkennt's? Ja, da drüben zum Beispiel. Ja? Genau. Also dann hat da die Enzyklopädie, die das gezeichnet hat, die haben da einen Taucher hingezeichnet, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie groß das ist. Das ist ja schon mal ganz, ganz praktisch, aber das ist nicht so ganz wissenschaftlich, ne? Weil die Wissenschaftler, die wollen immer alles ganz genau wissen, die wollen eine Zahl haben, die wollen wissen, wie viele Meter ist so ein Wal zum Beispiel lang, ne? Oder wie viele Kilogramm ist er schwer. Und dann ist es ein bisschen doof, wenn man einfach da nur so einen Taucher hinmalt. Und deswegen macht man da was anderes, man macht da sowas. Seht ihr das? Also ein Maßstab. Also bei ganz vielen so wissenschaftlichen Illustrationen zeichnet man also zum Beispiel das Tier oder macht eine Fotografie oder so und dann macht man hier so einen Maßstab hin. Ja, da steht dann 3 Meter und das soll so heißen, dieses Ding hier müsste eigentlich 3 Meter lang sein und wenn das so wäre, dann wäre der abgebildete Wal genau in der richtigen Größe. Aber wie gesagt, das so zu zeichnen wäre nicht gut, dann wäre der Wal so groß, das ist unpraktisch und deswegen zeichnet man eben das ein bisschen kleiner als diese 3 Meter. Aber wenn man weiß, wie groß das hier ist, dann kann man sich ausrechnen, wie groß der Wal in Wirklichkeit ist. Das ist ganz praktisch, ne? Also das ist so der Trick, den wir benutzen, um ein riesiges Ding, und wir werden da sehen, auch ein ganz kleines Ding, abbilden zu können, obwohl gar nicht so viel Platz auf der Tafel zum Beispiel ist. Also dieser Blauwal, in Wirklichkeit ein viel größeres Tier, als er da dort steht. Was glaubt ihr? Ist der größer als ein Elefant? Ja, ja, alle glauben ja. Stimmt, da ist der Elefant. Ne? Also ist wieder im richtigen Größenverhältnis gezeichnet. Der ist schon tatsächlich ziemlich viel größer als dieser Elefant. So, jetzt schwimmt er im Meer. Ne? Das haben wir ja schon gesagt. Und jetzt ist die Frage, wie bewegt er sich denn fort? Also der ist ein riesiges Ding im Wasser. Ja, und wie bewegt er sich fort? Ja.
Ja, Arme hat er nicht, aber genau die Schwanzflosse benutzt er. Gucken wir mal in so einem Video, wie das aussieht. Also hier ist der Wal. Mal, da ist diese Flosse. Ihr seht, so kann der also schwimmen und zwar ziemlich gut. Kommt gleich noch einer. Warum funktioniert das denn? Gegen was drückt denn der? Da, vielleicht du mal da hinten. Genau, der drückt gegen das Wasser. Und auf diese Weise gibt es eine Kraft und er bewegt sich vorwärts. Da ist er nochmal von der Seite. Ist ein sehr guter Schwimmer, kann sogar aus dem Wasser springen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist glaube ich jetzt in diesem Video nicht gezeigt. Also, merken wir uns mal, obwohl das ein riesiges Tier ist, kann er sehr gut schwimmen. Man könnte ja vielleicht meinen, es ist genau andersrum, ne? Was so groß ist, für das ist es vielleicht besonders schwierig zu schwimmen, aber das scheint nicht der Fall zu sein. In diesem Video sieht man, wenn der also seine große Schwanzflosse bewegt, dann kann der viel Kraft erzeugen und kann sich ziemlich schnell durch das Wasser bewegen. Jetzt gehen wir mal zu ein bisschen kleineren Tieren. Mir fällt dann ein deutlich kleineres Tier ein, das im Wasser schwimmt. Ja? Krabben, ja, genau. Vielleicht weiß noch jemand ein kleines Tier. Da drüben vielleicht mal, mit den schwarzen Haaren. Genau, Krebse, sehr gut. Ja, vielleicht du mal. Garnelen, ihr seid alle irgendwie bei so Krustentieren. Sehr gut. Fällt noch jemand ein Nicht-Krustentier ein? Plankton. Ja, super. Kommen wir nachher noch dazu. Aber jetzt gucken wir erstmal so ein mittelgroßes. Weiß jemand, was das hier ist? Ja, du? Ein Fisch, genau. Und was für einer? Muss man vielleicht auch nicht wissen, wenn man nicht gerade Fischerssohn ist oder so oder Tochter. Also das ist eine Forelle. Der schwimmt zum Beispiel in Bächen oder in Flüssen. Ist der so groß, wie auf dem Bild abgebildet? Nee, ja, das Mädchen da schüttelt den Kopf. Also eher nicht, oder? Ist er in Wirklichkeit größer oder kleiner? Ja, sag du. Genau, der ist viel kleiner, ne? Hier haben wir nämlich mal einen Maßstab. Jetzt sieht man, er ist natürlich viel, viel kleiner als auf diesem Bild. Ne? Das müssten eigentlich 30 Zentimeter sein, also weniger als einen Meter. Wenn ich die jetzt so nebeneinander zeichne, stimmt das? Warum stimmt das nicht? Warum ist das irreführend? Ja, ja, naja, also tatsächlich frisst der Wal solche Fische nicht. Aber was ist außerdem auch noch ganz falsch? Was meinst du? Warum ist das Bild ist in einem anderen Maßstab? Genau, also die beiden gucken jetzt aus, als wenn sie so ähnlich groß ist, aber totaler Quatsch. Ne? Die sind nicht gleich groß. Ne? Also wäre es missverständlich, wenn man das so zeichnen würde. Wenn ich so zeichnen würde, stimmt es dann? Was glaubt ihr? Ist jetzt richtiges Größenverhältnis? Nö, du, was glaubst du? Die Forelle ist im echt viel kleiner. Genau, genau. Ist immer noch Quatsch. So stimmt es vielleicht ungefähr, aber das ist jetzt super unpraktisch wieder, ne? Weil jetzt haben wir ja wieder den Walfisch so groß gezeichnet, oder den Wal so groß gezeichnet, dass man gar nicht mehr sehen kann, nur damit man die kleine Forelle sieht. Also das ist auch Unfug. So macht man das. Na, jetzt seht ihr, warum wir unbedingt Maßstäbe immer brauchen. Also hier hat man jetzt den Wal, zu dem gehört der Maßstab und hier hat man die Forelle und da ist ein anderer Maßstab und so kann man das gut zeichnen. Wie bewegt sich denn die Forelle im Wasser fort? Ja. Ja, die macht da auch mit so einer Flosse, mit ihrer Flosse Bewegung, genau. Sollen wir uns das mal angucken, wie die Forelle schwimmt? Schauen wir mal, wie das sich im Vergleich zum Wal darstellt. Mal ein Video, hier kommen ein paar Forellen. Boah, die schwimmt da. Wie ihr gesagt habt, da seht ihr, da bewegt die Flosse, okay. Ja, das sieht ein bisschen schlecht gelaunt aus, ne? Aber so. Jetzt gibt es aber hier ein bisschen was Eigenartiges. Guckt mal, es gibt Fische, die bewegen zwar ihre Schwanzflosse, aber sie bewegen sich trotzdem nicht fort. Da der zum Beispiel, ne, seht ihr, der macht da immer was, aber er bleibt ja immer an der gleichen Stelle stehen. Warum ist denn das so? Ja, vielleicht du mal. Genau, das Wasser bewegt sich, ne? Und damit der
Fisch an der gleichen Stelle bleiben kann, muss er sich also hier ein bisschen anstrengen. Das ist für so einen kleineren Fisch schwieriger als für den Wal, weil die Strömung diesem Fisch mehr Arbeit macht als dem großen Wal. Aber es ist für ihn jetzt auch nicht so sehr schwierig, oder? Seit sieht es nicht so aus, als müsste er sich supermäßig anstrengen. Gucken wir mal das Video noch an. Ups, nochmal an. Ja, der macht da verrückte Sachen, keine Ahnung, was das soll. Ich bin auch kein Fischforscher. Na, ein Fischforscher könnte jetzt genau sagen, warum er das gemacht hat vielleicht. Aber wenn wir jetzt mal gucken, naja, er muss so ein bisschen den Schwanz bewegen, dann bleibt er an der richtigen Stelle. Vielleicht frisst er was, ich weiß auch nicht genau. So, jetzt ist er wieder weg, da, hier, da so ein bisschen. Also wir sehen, kleiner zu sein, das ist zwar leichter, aber es ist trotzdem nicht so ganz einfach für ihn, an der gleichen Stelle zu bleiben. Jetzt gucken wir mal noch kleinere Sachen an. Jetzt überlegen wir uns mal hier, was man da sieht. Also das hier ist ja ein Teich, ne? Das ist, vielleicht erkennt jemand den Teich. Die sehen alle so ein bisschen gleich aus, außerdem sind andere. Ja, hast du ihn erkannt? Ja, super gut. Das ist der Prinzenweiher, genau. Und wie sieht denn das Wasser hier aus? Welche Farbe hat denn das? Ja? Ja, vielleicht, gucken wir mal, genau. Genau, das ist so grünlich, ne? Vielleicht so grünbräunlich sieht das für mich aus. Wow. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt tun wir mal so, als würden wir hier vergrößern. Also angenommen, wir hätten hier diese Forelle und dann ist das hier das grüne Wasser. Und jetzt sieht man ja erstmal nichts. Ne? Man sieht nur den Fisch und hier ist irgendwie einheitlich grün. Wieso sieht man denn das Grün nur so einheitlich? Was könnte das bedeuten? Vielleicht ist es einfach zu klein, um es zu sehen. Wir können ja mal vergrößern. Jetzt ist der Fisch größer geworden und immer noch irgendwie nur so einheitlich grüne Brühe. Oh ja, vielleicht ist es noch kleiner. Machen wir mal noch größer. Jetzt sind wir schon diese Punkte. Oh, man sieht irgendwie immer noch nichts. Noch größer. Noch größer. Und jetzt kommen da irgendwelche Pünktchen. Die habe ich da nur hingezeichnet, aber die sind im richtigen Größenverhältnis. Da ist irgendwie was ganz Kleines Grünes drin. Wie könnte man denn herausfinden, was das ist? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, da kommt ja, was ist die Idee? Genau, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel unseren Weiher, erkennt ihr den hier? Ja? Ja, warum nicht? Genau, das ist einer von diesen Uni-Weihern da oder der Uni-Botanische Gartenweiher. Genau, also jetzt könnte man hier zum Beispiel ein bisschen Wasser rausnehmen und dann könnten wir das hier nehmen. Du hast gerade schon gesagt, was ist das? Genau, und dann würden wir also Folgendes machen. Wir würden ein bisschen von dem Wasser aus dem Weiher herausnehmen. Ich muss aufpassen, das ist scharfkantig, dass ich mir nicht in den Finger schneide. Und dann würden wir hier so ein bisschen einen Wassertropfen draufgeben und hier reinklemmen. Und was würden wir dann machen? Ja? Genau, da würden wir hier durchgucken. Ich tue mal gerade so, als würde ich es machen. Ui, das rutscht. So, also da müsste ich hier so gucken. Und da fällt irgendwas gerade ab. Ah ja, da fällt das Deckgläschen runter. So. Also würde ich hier durchschauen und dann würde ich hier so rumdrehen. Weiß jemand warum? Was macht man, wenn man hier dreht? Ja? Genau, dann geht es höher. Und warum macht man das? Was passiert da mit dem Bild? Ja? Ja, tatsächlich. Und noch was passiert? Ja, sag mal. Genau, du weißt es ja alles schon. Du brauchst die Vorlesung gar nicht mehr. Ah, sehr gut. Also, dann könnte man das hier scharf stellen und dann könnte man das sehen. Jetzt hat der Herr Kunkel hier tatsächlich das heute Morgen probiert. Der hat ein bisschen Wasser aus diesem Weiher rausgenommen. Aber leider haben wir festgestellt, dass, weil Winter ist, da sich wenig drin bewegt. Na? Jetzt müssen wir euch also einen Film zeigen, wie das ausguckt. Das zeige ich euch gerade mal hier. So, nehmen wir diesen mal zuerst. Also das ist ein alter Film.
Und da haben die Leute ein Mikroskop genommen und haben so einen Seerosenteich genommen, wie ihr den hier seht. Und jetzt schauen wir mal, was man da dann sehen könnte. Also das ist irgendwie so ein Seerosenteich. Da schwimmen die Seerosen, da ist das Wasser. Ne, genau. Also es ist offenbar nicht im Winter, weil die gerade blühen. Und jetzt gucken wir mal, was da so unter Wasser rumschwimmt. Seht ihr das? Das sind so kleine weiße Flocken, ne? Die schweben so hin und her. Guckt mal, vielleicht seht ihr das, wenn ihr in so einen Teich reinguckt, im Frühjahr, Sommer, dann erkennt ihr vielleicht auch in der Nähe von den Pflanzen, dass das hier so rumschwimmt. Jetzt gucken wir mal, was das sein könnte. Wenn man da jetzt ein Mikroskop nimmt, wie ich das gerade gemacht habe, dann sieht man solche Tiere, die hier so oder so etwas, man weiß ja noch nicht, ob es Tiere sind, die hier so rumwuseln. Ja, die bewegen sich hier. Da auch. Und diese Tierchen, ich mache gerade mal hier Pause, diese Tierchen sind ziemlich klein, deswegen sieht man sie nicht mit bloßem Auge, sondern mit Mikroskop. Und den Namen hat gerade vorhin schon jemand gesagt. Weiß sonst noch jemand, sag mal nicht, weiß sonst noch jemand, wie man diese kleinen Tiere nennt, die im Wasser rumschwimmen, die so klein sind, dass man sie kaum mehr sehen kann? Ja, sag mal du. Du hast es gehört gehabt oder du wusstest es? Okay, genau. Also das ist Plankton. Und Plankton ist ein Name für alles Mögliche. Das ist so, wie man sagt Fische. Sehr viele verschiedene Dinge nennt man Plankton. Plankton ist tatsächlich, kommt aus einem griechischen Wort und das heißt eigentlich das Umherirrende oder das, was umherirrt. Warum nennt man das das Umherirrende? Wenn ihr gerade nochmal in diesem Video guckt, gerade von vorhin, na, schauen wir, ob ich das nochmal zum Laufen kriege hier. Also die Leute haben sich das so angeguckt und dann haben die so gesehen, ah, hier im Wasser irgendwie, da ist also was. Ja, mal warten, bis der da reingeht. Ja, und es bewegt sich hier so ein bisschen nicht so richtig gerichtet. Wenn ihr das verglichen habt, vergleicht mit, was wir gesehen haben bei den Fischen, ne, die wussten irgendwie, wo sie hin wollten und die konnten stehen bleiben oder nicht. Aber dieses Plankton, naja, da weiß man jetzt nicht so genau, wo es hin will. Ne? Und wenn man jetzt nochmal guckt hier, naja, man weiß nicht so genau, wo sie hinwollen, oder? Also die Leute haben sich das angeguckt und dann haben sie gesagt, boah, das ist irgendwie, das irrt umher. Das sind kleine Tiere, die wissen irgendwie nicht genau, wo sie hinwollen. Stimmt gar nicht, die wissen schon, wo sie hinwollen, aber man kann das nicht so leicht erkennen, wo sie hinwollen. Aber die gute Frage ist jetzt ja, wie machen die das? Was glaubt ihr? Wie bewegt sich denn das Plankton? Anscheinend können die ja schon sich in eine bestimmte Richtung bewegen, wenn sie wollen. Wie machen die das denn? Ja, vielleicht noch außer dir jemand? Hat jemand eine Idee? Wie könnte der kleine Plankton sich in eine bestimmte Richtung bewegen? Guckt mal, was ihr da so seht, wenn ihr den so anguckt. Das ist eine Art von Plankton. Das ist das Kartoffeltierchen. Hat einen lustigen Namen. Wer hat eine? Ja, du vielleicht? Genau, der hat so kleine Härchen. Hier sieht man sie, ne? Seht ihr sie? Ja, es ist irgendwie steckend geblieben. Das Plankton hat meinen Computer kaputt gemacht. So, muss man hier kurz mal. Jetzt geht's wieder anscheinend. So, genau, da seht ihr solche kleinen Härchen. Das sind ganz viele, ne? Das ist nicht nur eine Flosse, oder, sondern das sind ganz, ganz viele Härchen. Da seht ihr sie auch am Rand. Und damit bewegt er sich. Ne? Damit drückt er gegen das Wasser und er muss sich ganz schnell bewegen, damit er sich im Wasser fortbewegen kann. Aber das klappt trotzdem irgendwie nicht so gut. Also ihr habt ja vorhin gesehen, wenn das Wasser sich bewegt, dann kann der ganz schwierig auf der Stelle bleiben. Da kann ich sagen, ich will mal in die andere Richtung. Und das liegt daran, dass es für diese kleinen Tiere viel schwieriger ist, sich gegen das Wasser zu bewegen oder in eine Richtung, wo das Wasser sich nicht bewegen will. Wir sehen es mal, es gibt noch ganz anderen Plankton, das ist eine andere Art von Plankton, das nennt man ein Geißeltierchen. Das ist ein moderneres Mikroskop, deswegen ist es ein viel schöneres Bild und Video. Da seht ihr, das ist hier so, das ist hier Schmutz und da ist dieses Tierchen. Und jetzt guckt mal, wenn sich das bewegt, dieses hier hat nicht ganz viele Härchen, sondern nur eines. Und schaut mal, ob ihr dieses Härchen vielleicht seht, das schwimmt hier so rum. Da, seht ihr es?
da ist sowas, ne? Und hier und da. Erkennt ihr es? Wie guckt das aus? Erinnert euch das an etwas? Man sagt, das sieht aus wie ein, habt ihr vielleicht nicht so oft benutzt, aber etwas, was es in der Küche gibt. Ja? Ja, vielleicht ein bisschen, aber das hat so hier so eine ganz komische, so eine komische Form. Guckt aus wie ein Korkenzieher, das sagt man manchmal. Ne? Das hat so eine Spiralform. Und da hat also hier eine einzelne von diesen Geißeln, sagt man. Deswegen heißt es auch Geißeltierchen. Also es ist ein so Härchen und damit treibt er sich fort. Damit bewegt er sich fort. Jetzt haben wir also gesehen, und irgendwie hat der Absturz gerade, es scheint zu gehen. Jetzt haben wir also gesehen, wir haben hier dieses ganz große Tier. Wer erinnert sich, was das war? Wissen doch alle, was es war? Ja? Genau, der Blauwal. Und wir haben diese viel kleineren Tierchen. Wie hießen nochmal diese ganz kleinen Tierchen? Ja? Genau, die Forelle und der Plankton. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir die alle gleichzeitig angucken wollen, wie machen wir das dann? Dann machen wir Maßstäbe, ne? Und jetzt ist es wirklich so, das könnte man auf einem Bild überhaupt nicht mehr sinnvoll zusammen zeigen, weil der Walfisch, da muss man nämlich diesen Maßstab 3 Meter lang machen und hier ist er 0,3 Meter und dieses Pantoffeltierchen hier, das ist eine Art von Plankton, da wäre der Maßstab nur 0,0001 Meter, weniger als 1 Millimeter, ne? Und nur weil man das eben mit den Maßstäben so gut anzeigen kann, kann man hier die alle zusammenzeichnen. Was glaubt ihr denn? Naja, wer wiegt mehr? Das werdet ihr bestimmt leicht beantworten können. Boah, das ist vielleicht zu einfach, aber ich frage, ja, sag mal. Genau, der Blauwal wiegt viel mehr. Der wiegt schon viel mehr als die Forelle und viel, viel, viel mehr als dieses Pantoffeltierchen. Wie viel wiegt denn ein Blauwal? Was schätzt ihr? Wie viele Kinder braucht man, damit sie genauso viel wiegen wie ein Blauwal? Sagt mal, schätzt mal. 5? 20? Ja, sag mal. 3 Tonnen, okay. Wie viel ist das in Kindern? Gut, aber wenn du das in Kilogramm und Tonnen ausdrücken willst, auch okay. Gut, ja, was schätzt du? Was? Kinder? Oder Kilogramm oder Tonnen? Wie viel? 20.000 Kinder, okay. Was schätzt du? 5 Tonnen, okay. Soll es doch jemand schätzen? 5 Tonnen sind 5.000 Kilogramm, ne? Für alle, die Tonnen nicht kennen. Ja, da oben das Mädchen. 3.000 Kilogramm. Kinder. Ups, jetzt ist wieder abgestürzt. Na, ich kann es euch nämlich jetzt gleich genauer sagen. Pass auf, vorausgesetzt, das funktioniert hier wieder. So, hier ist der Blauwal. Also, man sagt, ein Blauwal wiegt 150.000 Kilogramm, also 150 Tonnen, so in etwa, also 5.000 Kinder. Und jetzt machen wir mal was, was Wissenschaftler ganz gern machen, nämlich was ausrechnen. Also wir sagen, es gibt, ein Blauwal wiegt 150.000 Kilogramm, aber es gibt ja mehr als ein Blauwal. Das hätte ich euch jetzt fragen sollen, aber jetzt steht es hier schon, das brauche ich nicht mehr zu fragen. Kann man sich überlegen, wie viele Blauwale gibt es auf der ganzen Welt, ne? Glaubt ihr, dass man das genau weiß, wie viele Blauwale es auf der ganzen Welt gibt? Gerundet, ja, das ist bestimmt gerundet. Aber warum ist es so schwierig zu wissen, wie viele Wale es genau gibt? Ja? Das ist ein guter Punkt, genau. Ja, das ist ein Grund. Sehr gut. Aber was ist noch ein Problem mit den Walen? Warum sind die so schwer zu zählen? Ja? Es werden neue geboren, ja, das stimmt, genau. Aber was ist das andere Problem? Wo muss man denn die suchen, die Wale, wenn man sie zählen will? Ja? Genau, das ist das Problem. Das Meer ist sehr groß, die Wale sind zwar auch ziemlich groß, aber das Meer ist noch viel größer. Es ist gar nicht so einfach, die zu finden. Deswegen ist es eine ganz, ganz grobe Schätzung. Also man schätzt, es gibt 25.000 Blauwale. Und jetzt kann ich was machen, was, wie gesagt, wir sehr gern machen. Ich kann nämlich rechnen. Ich kann sagen, okay, es gibt 25.000 Blauwale, hier fehlt eine Null, irgendjemand geklaut, und einer wiegt 150.000 Kilogramm.
dann kann ich ausrechnen, wie viel Kilogramm Blauwale es insgesamt gibt. Und dann kann ich sagen, okay, ist ziemlich viel, ne? Also wenn das 5000 Kinder sind, mal 25.000, ganz schön viele Kinderäquivalente oder eben ganz schön viele Kilogramm. Und jetzt kann ich mir überlegen, dieses ganze Plankton, das es auf der Welt gibt, ist das mehr oder weniger? Wir haben ja gesehen, das Plankton ist ganz klein, aber ihr habt in diesem Video auch gesehen, es gibt ziemlich viel Plankton. Was glaubt ihr? Gibt es mehr Plankton als Blauwale oder weniger Plankton als Blauwale? Ja, was glaubst du? Mehr Plankton als Blauwale, was glaubst du? Okay, okay, sehr gut. Und was glaubst du? Alle glauben das. Das hätte sie gewusst. Okay, gut. Schauen wir mal, wie es ist. Ich muss etwas vorspulen. Anders. Also, schau mal, ich habe euch das nachgeguckt. Also, es gibt so viel Blauwale, es sind ziemlich viele Nullen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen und dann da 3, 750. Und wenn ich jetzt das Plankton mir ausgucke, dann wiegt zwar ein Plankton wirklich super, super wenig. Ne? Super, super, super wenig. So wenig kann man sich kaum vorstellen. Aber es gibt auch wirklich unglaublich viel Plankton. Und wenn man das miteinander multipliziert, dann kommt tatsächlich raus, dass es mehr Plankton gibt als Blauwale. Aber gibt es denn nur Blauwale oder gibt es auch andere Wale? Fällt jemand ein anderer Wal ein? Ja, vielleicht du da hinten? Ja, zum Beispiel? Genau, oder mir fällt noch ein anderer Wal ein? Ja. Der Orca, genau. Es gibt ganz viele verschiedene. Und es gibt noch ganz viele andere Fische natürlich im Meer. Was gibt es denn noch im Meer, was zwischen Wal und Forelle zum Beispiel in Größe ist? Wem fällt noch was ein? Ja? Ja, haben wir vorhin schon gehört, genau. Vielleicht mal kein Tier. Was wächst denn noch im Meer? Fällt doch jemand eine andere Art von Lebewesen ein, das auch im Meer ist? Ja? Genau, auch sehr gut. Oder Tier vielleicht noch? Korallen sagen, okay. Es gibt ganz viel, es gibt auch Pflanzen im Meer. Wenn wir jetzt überlegen, von was gibt es mehr? Von allen Fischen zusammen und anderen Tieren, die Pflanzen fressen oder Plankton fressen, verglichen mit dem Plankton. Was gibt es dann mehr? Also gibt es mehr Fresser oder mehr, man sagt, Erzeuger im Meer? Was glaubst du? Mehr Fresser, okay, was glaubst du? Mehr Erzeuger, was glaubst du? Mehr Fresser, okay, was glaubst du? Da oben? Okay, also da sind wir uns nicht so einig, ne? Gibt irgendwie unterschiedliche Ideen. Und tatsächlich wusste man das auch nicht so genau bis vor einiger Zeit. Heute glaubt man aber tatsächlich, dass es anders ist als am Land und dass es tatsächlich mehr Fresser gibt als Erzeuger. Das ist irgendwie komisch, weil man denken müsste, naja, die müssen ja immer fressen, damit sie überhaupt leben können. Aber dieses Plankton kann sehr schnell entstehen. Und dann gibt es sehr, sehr schnell neues Plankton. Na, der Wal frisst das und ganz schnell entsteht Neues. Und das ist anders als auf dem Festland. Man glaubt, dass es tatsächlich im Meer genau umgedreht ist. Also gucken wir uns nochmal diese Größenverhältnisse an. Die haben wir gerade gesehen. Wir haben also diese sehr großen Tiere, wie zum Beispiel diesen Blauwal. Der frisst also diese kleinen Tierchen, diese Plankton. Wir haben gesehen, es gibt ganz unterschiedliche. Und interessanterweise scheint es sogar so zu sein, dass es zwar weniger von diesem Plankton gibt insgesamt als von diesen Fischen, aber dass die so schnell nachwachsen, dass die Fische immer was zu, oder dass der Wal und die anderen Tiere immer was zu fressen finden. Fressen denn Forellenplankton übrigens? Boah, nicht so gern, aber können sie wahrscheinlich auch. Und um die Größen gut vergleichen zu können, haben wir jetzt hier diese Maßstäbe. Aber ihr habt auch gesehen, wenn wir über das Gewicht reden, müssen wir nochmal überlegen. Das ist nicht genau das Gleiche, das kann man nicht genauso vergleichen. Haben wir ja gerade gesehen, wenn man das Gewicht vergleichen will, dann kann man zum Beispiel abschätzen, wie viele gibt es von einer Sorte. Und dann kann man das multiplizieren mit der Masse. Und dann kann man die Gesamtgewichte von zum Beispiel
den Blauwal mit all diesem Plankton vergleichen. Was glaubt ihr denn, wie habe ich diese Zahl hier mir ausgerechnet? Wie überlegen sich Leute, wie viel Plankton es im Meer gibt? Mit den Walen haben wir ja gesagt, die muss man irgendwie suchen und dann gucken, wie kann man das denn beim Plankton machen? Irgendeine Idee? Ja, vielleicht du? Man kann gucken, wie viel Plankton in einem Quadratmeter mehr sind, dann kann man irgendwas ausrechnen. Und wie macht man das? Indem man misst, wie viele Quadratmeter mehr sind, dann die Plankton in einem Quadratmeter zusammenrechnen. Aber ich sehe sie ja nicht. Sie sind ja so klein. Genau, man muss quasi ein Mikroskop nehmen und dann muss man irgendwie zählen, wie viel man sieht. Und was muss man dann überlegen? Wie viel Wasser man im Mikroskop hat. Und dann kann man so eine Konzentration ausrechnen und so habe ich das auch gemacht. Na, ich habe nachgeguckt, wie viele Plankton finden die Leute, die im Mikroskop gucken, pro Tröpfchen. Und dann habe ich ausgerechnet, wie viel Wasser gibt es im Meer und dann kommt man auf diese große Zahl. Und so wird sowas ausgerechnet. Also, dann fassen wir mal nochmal zusammen, was wir heute alles gesehen haben. Wir haben über ganz große Tiere geredet. Wir haben also gesehen, es gibt zum Beispiel diese Blauwale, das größte Tier vielleicht, das es jemals gegeben hat. Das glaubt man heute. Und wir haben gesehen, dass der sich erstaunlich gut fortbewegen kann, obwohl er doch so schwer ist und auch irgendwie schwerfällig ausguckt. Ist er also ein sehr guter Schwimmer. Und dann haben wir gesagt, naja, die Forelle, die ist viel kleiner, aber das macht nichts. Wir wissen jetzt, wie man so einen Maßstab einzeichnet, also können wir trotzdem die in richtigen Größenvergleich abbilden. Und wir haben gesehen, die kann auch gut schwimmen, aber wenn sie in einer Strömung ist, muss sie sich schon anstrengen, dass sie nicht weggeschwimmt wird. Und dann haben wir uns diese ganz kleinen Tiere angeguckt, diese Plankton. Also man sagt ein Plankton, viel Plankton. Das ist eine komische Einzahl, Plankton. Das ist so ein so Pantoffeltierchen oder ein Plankton. Und wir haben gesehen, die können zwar auch gut schwimmen, aber wenn das Wasser sich um sie herum bewegt, haben sie keine Chance. Dann irren sie umher. Ja, deswegen das Umherirrende. Also wenn du sehr klein bist, dann ist es gar nicht so einfach, in eine bestimmte Richtung zu schwimmen, wo du gerne hin möchtest. Auch weil du im Vergleich zu der Wegstrecke einfach sehr klein bist und weil du von Wasser mitgenommen wirst. Wir haben jetzt aber auch auf der anderen Seite gesehen, dass obwohl das Plankton aus so kleinen Zellen besteht, gibt es halt super viel davon. Na, es gibt nur 25.000 von diesen Blauwalen, aber es gibt so viel Plankton, dass ich gar keinen Namen dafür habe. Eine Zahl mit super vielen Nullen. Und man muss es miteinander multiplizieren, das Gewicht von einem so Ding mit dieser Anzahl, um ausrechnen zu können, wie viel es insgesamt gibt. Und dann haben wir eben diese interessante Aussage gefunden, dass es also mehr Plankton zwar gibt als die Wale, aber ich habe euch gesagt, wenn man insgesamt ausrechnet, wie viele Tiere es gibt, die fressen versus die, die gefressen werden im Meer, sind es trotzdem mehr Fresser als Gefressene. Also ihr seht, beides ist natürlich gleich wichtig. Der Wal ist sehr groß, es gibt weniger davon, hat ganz entscheidende Aufgaben natürlich im Meer. Aber diese kleinen Tierchen hier, die sich so schwer tun, an einem bestimmten Ort zu schwimmen, die kommen in ganz großen Anzahlen vor, sind sehr wichtig dafür, die großen Tiere wieder zu füttern und entstehen quasi ziemlich schnell immer wieder neu. Ja, so viel wollte ich heute erzählen über den Vergleich zwischen sehr großen Tieren, kleineren Tieren und ganz kleinen Tieren, wie die schwimmen und wie man sie miteinander vergleichen kann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich wünsche euch noch alles Gute für heute Abend.